Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary meiner Jungs hier auf diesem Kanal. Vor circa 4-5 Wochen habe ich 7 Tage lang mitgefilmt, was meine beiden Jungs gegessen haben. Und als ich das Video geschnitten habe, habe ich festgestellt, oh, jedes Video hat ja eine Länge von über 21 Minuten. Das schauen sich die wenigsten komplett bis zum Schluss an. Da habe ich einfach entschieden, dieses Video in 3 Teile zu teilen. Den ersten Teil habt ihr schon so vor circa 2 Wochen gesehen. Wer das Video noch nicht kennt, dem verlinke ich das oben rechts in den Infokarten. Im heutigen Teil seht ihr, was meine Kinder dann am 3., 4. und 5. Tag gegessen haben, also an 3 Tagen. Und im 3. Teil, den werde ich auch in den nächsten 2-3 Wochen veröffentlichen, werdet ihr dann die letzten beiden Tage sehen, sodass ihr dann einfach mal mit diesen 3 Videos einen Überblick habt, was meine Kinder an 7 aufeinanderfolgenden Tagen gegessen haben. Ihr seht in diesem Food Diary wieder viele vegane Inspirationen, rohköstlich wie auch gekocht, aber es ist nicht 100% vegan. Meine Kinder essen ja auch ab und zu Ei und ich glaube, an diesen 3 Tagen ist auch etwas Ei dabei, ein Eigericht, was sich die Jungs gewünscht haben. Wir sind jetzt hier gerade in der Natur, wir genießen das milde Wetter, es wird Zeit, endlich kommt der Frühling. Ich habe auch schon meine Jacke ausgezogen, meinen Schal abgenommen und einfach sitze jetzt einfach hier in diesem milden Wetter bei meinem Lieblingsbaum, den seht ihr im Hintergrund. Zu diesem Baum ziehe ich mich oft zurück und meine Jungs, die sitzen weiter drüben. Jetzt gibt es auch irgendein Spiel. Meine Jungs sind ja beide in den Waldkindergarten hier gegangen. Das war hier so ein Treffpunkt, wo sie dann ihre Zeit verbracht haben. Und ich finde es immer schön, dass sie sich in der Natur so stundenlang beschäftigen können. Der Große mehr, der 12-Jährige mehr als der 8-Jährige. Aber der Große, der inspiriert den Kleinen immer zu spielen. Und sie sammeln Stöcke und Blätter und Steine und klettern und finden immer irgendwas, woran sie sich erproben können, was sie entdecken können. Und das ist einfach so schön, in der Natur einfach im Hier und Jetzt zu sein und sich einfach auszuprobieren, frische Luft zu atmen. Finde ich immer wieder wundervoll. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit diesem gesunden Food Diary meiner beiden Jungs. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald. Montagmorgen gegen 9.30 Uhr gibt es für meine Jungs als erstes Mikroalgen. Das sind Spirulina-Presslinge und die nehmen sie mit reichlich Wasser ein. Für meinen Jüngsten gibt es nach den Spirulina-Presslingen frisch gepressten Orangensaft. Frühstück für meine beiden Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es geröstetes glutenfreies Brot. Das habe ich gestern frisch gebacken, allerdings mag er es geröstet am liebsten. Das ist so ein glutenfreies Schnellbrot von Baug. Das gibt es in Bioläden. Das habe ich jetzt ein paar Minuten geröstet und er möchte das immer gern mit Alsan essen, sagt er mal, vegane Butter dazu, ist eigentlich eine Margarine. Für meinen Ältesten gibt es wieder seine Obstmahlzeit, Orangenstücke, Granatapfelkerne. Das sind aufgetaute Sauerkirschen und dazu gibt es wieder etwas selbstgezogenes Erbsengrünkraut. Mein Jüngster isst jetzt 2 Schokofrohbällchen, die wir gestern frisch zubereitet haben. Das ist die nächste Mahlzeit meiner Jungs. Das ist ein rohveganer Chia-Schokoladenpudding. Da gibt es auch schon ein Rezept dazu auf meinem Blog. Das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Für meinen Ältesten gibt es eine größere Portion mit Maulbeerstückchen. Und für meinen Jüngsten gibt es eine kleinere Portion, die ich noch mit Mandelpüree dekoriert habe. Nach dem Schokopudding möchte mein Jüngster noch glutenfreies Blumenbrot essen mit Nussmus. Ich habe dafür Erdnussmus und Aprikosenkernmus verwendet. Ich habe gestern rohvegane Frikadellen hergestellt mit Nüssen und Saaten, Pilzen, Champignons und getrockneten Tomaten, verschiedenen Gewürzen. Das Rezept stammt von Marlon vom YouTube-Kanal Raw Future. Der hat ganz fantastische Rezepte auf seinem Kanal. Schaut unbedingt mal vorbei. Und mein Ältester hat gerade so eine Frikadelle probiert und mir einen Daumen nach oben gegeben. Ich habe die, glaube ich, letztes Jahr schon mal zubereitet. Da mochte er sie noch nicht so gern. Und jetzt mag er diese herzhaften Frikadellen und hat eine mit viel Genuss verspeist. Ich habe für meinen Ältesten heute einen Linsengulasch gekocht mit Räuchertofu. Der ist heute für die Abendmahlzeit. Da hat Simon jetzt schon ein paar Löffel genascht. Und der Kleine, der hat sich hier noch einige Schokofrohbällchen aus dem Glas genommen. Vor der Abendmahlzeit gibt es für meinen Jüngsten noch einen kleinen Snack. Er hat sich ein glutenfreies Kastanienbrot mit Mischmus gewünscht und ein Glas Hirsemilch. Für meinen 12-Jährigen gibt es jetzt noch einen Rohkostteller mit Gurke, Paprika, Linsensprossen, Erbsengrün, Möhrenstücke. Hier sind noch ein paar Wilderdnüsse, hier 2 Paranüsse, ein paar Macadamianüsse und 2 der
Champignon-Frikadellen, natürlich roh vegan. Das ist die Abendmahlzeit meiner Jungs. Das ist eine Portion Quinoa für meinen Jüngsten. Da ist noch Salzsole dabei, Hefeflocken und etwas Hanföl. Für meinen Ältesten gibt es Linsengulasch aus Kartoffeln, Möhren, Linsen, Tofu, Tomatenmark, Senf, Zwiebeln, Petersilie, Knoblauch. Das habe ich heute das erste Mal für ihn gekocht. Das ist ein Gericht, was ich vor 20 Jahren für Freunde gekocht habe, als ich auch schon vegan gelebt habe. Sehr, sehr schmackhaft. Für die Jungs gibt es jetzt noch einen kleinen Nachtisch. Silas, was gibt es für dich? Für meinen Jüngsten gibt es? Getrocknete Mango. Genau, für den Ältesten, für den Simon, gibt es auch ein Stück getrocknete Mango und selbstgemachtes Bounty. Zum Schluss des heutigen Tages gibt es für meine Jungs noch Algen, Mikroalgen, das sind Chlorella-Algen. Für den Jüngsten 10 Presslinge und für den Ältesten 15. Gegen 10 Uhr, das ist das Frühstück für meinen Jüngsten, frisch gepresster Orangensaft. Das sind glutenfreie Haferpops mit Honig und dazu gibt es Hirsemilch. Ich bin jetzt mit meinem Jüngsten gleich noch ein bisschen unterwegs, so 2-3 Stunden, und habe für meinen Ältesten schon mal so das Essen hingestellt. Also die erste Mahlzeit wird dieser Obstteller sein. Das sind Orangenstücke, Kumquats, dann noch ein bisschen Erbsengrün, Sonnenblumenkerngrün und Gucci-Beeren. Und dann haben wir hier noch die glutenfreien Haferpops. Hier ist dann die Hirsemilch und dann, wenn der Hunger noch groß sein sollte, gibt es noch ein paar Nüsse. Das sind Macadamia-Nüsse, wilde Erdnüsse und eine Paranuss. Für meinen Jüngsten nehme ich eine Verpflegungsdose mit. Das ist Schokofruchtleder, das ist Sandornfruchtleder, Mandeln und Datteln mit Kakaomasse. Ich war jetzt doch ein bisschen länger mit dem Kleinen unterwegs und da hat der Simon in der Zwischenzeit noch ein bisschen glutenfreies Kastanienblumenbrot gegessen und hat sich darauf reichlich Honig geschmiert, wie er mir sagte. Und für den Kleinen, für den Silas, gab es jetzt unterwegs auch so ein glutenfreies Brot, so ein Knusperbrot aus Kichererbsenmehl und Maisstärke, glaube ich, sind die Hauptzutaten. Ach ja, als ich heute mit Silas unterwegs war, waren wir noch in einem Bioladen einkaufen und da hat sich Silas so eine Fruchtschnitte Mango ausgesucht. Für meinen Ältesten gibt es jetzt noch den restlichen Linsengulasch von gestern. Für Silas gibt es jetzt ein Glas Multivitaminsaft. Nach dem Saft gibt es für meinen Jüngsten Pistazien. Vor der Abendmahlzeit gibt es für meinen Ältesten Paprika, Linsensprossen und Postelein. Abendmahlzeit für meine Jungs. Für meinen Jüngsten gibt es Basmati-Reis. Da ist noch ein bisschen Salz dabei und Hefeflocken. Und Champignons, gebratene Champignons, hat sich Silas heute gewünscht. Und für den Ältesten gibt es Wildreis, auch mit ein bisschen Champignons. Dann gedämpftes Gemüse mit, da ist auch noch Knoblauch dabei, den habe ich auch mitgedämpft. Ein bisschen Salz, ein bisschen Alsan. Oh, die Kamera läuft an. Was ist noch dabei? Kräuter, genau. Und dann so ein Bärlauch-Bratfilet mit Tofu. Am Abend gibt es für die Jungs wieder Mikroalgen, das sind Chlorella-Presslinge. Frühstück für meine Jungs. Mein Jüngster hat sich frisch gepressten Orangensaft gewünscht. Danach gibt es einen Obst-Smoothie von Shu Foods. Für meinen 12-Jährigen gibt es jetzt eine kleine Portion Ei mit gebratenem Räuchertofu. Für meine Jungs gibt es jetzt geröstetes glutenfreies Brot. Für den Jüngsten schneide ich auf den Rand ab, weil er das nicht so mag. Und dazu gibt es die Alsan, wo er immer vegane Butter dazu sagt. Und für meinen Ältesten gibt es das geröstete Brot mit Erdnussmus. Für meinen Jüngsten gibt es jetzt noch ein glutenfreies Kastanienbrot mit Honig. Für meinen 12-Jährigen gibt es jetzt auch das Wasser einer Trinkkokosnuss. Isst du dann auch noch das Fruchtfleisch oder trinkst du es noch? Ich trinke nur. Okay, und das Fruchtfleisch? Das esse ich vielleicht später. Oder wir machen daraus Butterkekscreme-Dessert. Ja. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug und nehmen hier so eine Büchse mit verschiedenen Nüssen mit. Und hier sind Datteln mit Kakaobohnen bzw. Kakaomasse. Der Simon, der Große, der hat jetzt schon ein paar Datteln gegessen und der Kleine schon ein paar Cashewnüsse. Hier sind noch Mandeln und wilde Erdnüsse und hier Macadamia-Nüsse. Nach unserem Ausflug gibt es noch eine kleine Mahlzeit für die Jungs. Mein Jüngster hat sich gepuffte Hirse, gepufften Buchweizen mit Hirsemilch gewünscht. Da ist noch so ein kleines Müsli von Vitasprosse, also so ein bisschen so ein Teelöffel dabei. Es sind auch Buchweizensprossen dabei und noch gemahlene Saaten. Für meinen Ältesten gibt es ein bisschen Frischkost, Paprika,
Gurke, Postelein, dann gibt es noch Macadamianüsse, selbstgezogenes Erbsengrün rechts und links und das sind hier diese rohveganen Champignon-Frikadellen. Die Jungs essen jetzt ihre Abendmahlzeit. Das sind selbstgemachte Kartoffelpuffer aus Kartoffeln, Zwiebeln und etwas Salz. Und dazu gibt es Apfelmus. Der ist aber nicht selbstgemacht, der ist gekauft im Bioladen. Apfelmark. Apfelmark ist ohne Zucker, Apfelmus ist mit Zucker. Wir kaufen immer Apfelmark. Nach der Abendmahlzeit wollen die Jungs noch etwas Süßes. Für den Kleinen gibt es Himbeerfruchtlede, für den Simon auch ein Stück Himbeerfruchtlede und selbstgemachtes Bounty. Zum Abschluss des Tages gibt es für die Jungs noch ein paar Mikroalgen, Chlorella-Presslinge.